aye, 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 aye. This month is spiritual warfare. Dieser Monat ist der Monat des spirituellen Kampfes. Father, the few moments I speak, take my mind and take my being and possess with the Holy Spirit. We subject ourselves under your power and direction, oh God. Father, navigate our life. Be the man behind the wheel. Be the one in charge of affairs and do it to your glory. We shame the devil. It's my heartfelt prayer that today we shall live here liberated. We sign them up for witches and wizards, Luciferian Keda, demonic regime. You are under our feet and we exalt the honor of your salvation. Bless us and let us be a blessing in Jesus' name. Amen. Come on, tell the person spiritual warfare. Sag der Person spiritueller Kampf. Yeah, spiritual. Tell the person spiritual warfare. Sag spiritueller Kampf. We're gonna break and break some things. Wir werden einige Dinge tun. And that is because whatever that God has said about you must become a reality. Und das ist der Grund, weil was auch immer Gott gesagt hat, was du werden sollst, es soll zur Realität kommen. Oh, hallelujah. Amen. I begin to feel it. Come on, say hallelujah. Sag hallelujah. 1 Samuel chapter 17. 1. Samuel Kapitel 17. Now make some, because this month is prayer. You know, it's prayer. This yesterday, was it yesterday night? Yesterday night, around before we retired to bed, Lily asked me a question. And I told her that, for instance, if early prayer starts at 5, now what you must do is to wake up around 4:15. When you wake up at 4:15, you ensure that you get out of your bed. Because the bed is very enticing. All right, go ahead. Ja, ich habe Lili gestern eine Frage gestellt. Und sie hat, ich habe ihr gesagt, wenn man 5 Uhr Gebet hat, sollte man schon um 4:15 aufstehen, damit man schon mal wach ist. Aber wenn man im Bett bleibt, schläft man wieder ein. The bed is a magnet. Das Bett ist wie ein Magnet. And if you wake up, und wenn du aufstehst, and you think that you can still be on and get into action, that is deception. Und du denkst, dass du dann trotzdem weitermachen kannst, dann veräppelst du dich selber. So I told her, also habe ich ihr gesagt, the moment around 4, when you wake up, straight into the washroom. Wenn du aufstehst, geh direkt ins Badezimmer. Switch on the light. Mach das Licht an. Sit down. Setz dich hin. For some 5-6 minutes. Für 5-6 Minuten. Then you pick up a face towel. Und dann nimmst du ein Waschtuch. And then you put in some warm hot water. Und dann mit heißem Wasser. Then just wash your face. Und dann wasche einfach dein Gesicht. The moment that hot water touches your eye. Im Moment, wo das heiße Wasser dein Gesicht berührt. You and sleep has canceled relationship at that moment. Der Schlaf und du haben wirklich die Beziehung gebrochen. And what you must do? Und was du tun musst? Is not to go on the bed. If you go on the bed, sit on the bed. Und wenn du aufs Bett gehst, dann setz dich hin. Or sit on a chair. Oder setz dich auf einen Stuhl. And ensure that you have diffused sleep out of your life. Otherwise, the sleep which will even come on you, you even forget you must wake up. Und dann sorg dafür, dass der Schlaf nicht mehr in dir ist, bevor du sogar vergisst am Ende, dass du noch aufstehen musst. So by the time it's 5. Also wenn es 5 Uhr ist. You are fired up, you are charged. Dann bist du schon bereit. And you are able to get yourself in and to hear from God. Und dann bist du in der Lage, wirklich von Gott zu hören. So don't wait until 5. They say prayer is 5. Then you are very spiritual. Me, I know my strength. No. Warte nicht bis 5 Uhr ist und wo Leute sagen, du bist spirituell oder sowas. Du redest einfach nur. You are jobbing. Go to sea and stop jobbing at the coast. So what you must do is that you must make sure that you and sleep cancel relationship. Sag du und Schlaf gehören right. Nicht zusammen. It's going to be good. So 1 Samuel chapter 17, verse 47. Spiritual warfare. Come on, say spiritual warfare. Sag spiritueller Kampf. It's going to be good this week. Amen. It's going to be good Friday. It's going to be good Sunday. Every day is going to be good. Amen. It's going to be good. Let's hear the word. All right, go ahead. Now, that's why I'm back from Accra. So give us the fresh Accra anointing. Hallelujah. The Oja. Mm-hmm. Then all this assembly shall know that the Lord does not say with sword and spear, for the battle is the Lord's. I like that. He will give you into your hands. Amen. Amen. Can you repeat it? Then all this assembly
shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Amen. Everybody say amen. Alle bitte sagen amen. My dear, can you read the German version? Are you okay? Yes. Now, somewhere around 24 thereabout. That was about 3 years after the death of my father. Als ich 24 ungefähr war, 3 Jahre bevor... No, my father died 2001. So 3 years later. Also 2001 ist mein Vater gestorben und 3 Jahre später. I traveled from Germany to Ghana. Da bin ich von Deutschland nach Ghana gegangen. And when I got there, als ich da angekommen bin, I was just in my room. War ich nur in meinem Zimmer. And somebody came from a place with his car. Und jemand ist mit seinem Auto gekommen zum Ort. And told me that we must go and have a look at something. Und hat gesagt, wir müssen wohin gehen, uns etwas anzuschauen. And I was like, but you knew I was coming. And you didn't discuss this issue with me. And out of nowhere, here is a car that I have to sit in for us to go somewhere. So up front, I was like, do I know where I'm going? Du wusstest, dass ich komme und du hast mir das nicht gesagt. Und ich dachte mir in dem Moment, weiß ich überhaupt, wo ich hingehe? So immediately, I had to rush to the washroom and shave and get myself in shape and sit in the car like a lamb led to the slaughter who couldn't speak. Ich musste mich also in dem Moment wirklich fertig machen. Das war so wie ein Schaf sozusagen, der zu der höheren Person sozusagen nicht sprechen konnte. And whilst we were in the car, und als wir im Auto waren, there was no communication. Wir haben nicht gesprochen. So within me, I was struggling that. But where am I going? Und ich habe mich innerlich gefragt, wohin gehen wir? And at that time, you know, that time before we were at pig farm. So they moved me from pig farmer to like Tuba, where the barrier is. Very long distance. Und wo wir waren, die haben mich wirklich von dem Ort wirklich zu einer weiten Stelle gebracht. Then lo and behold, I found myself in the living room of a prophet called Prophet Anto. Und ich war dann in einem Wohnzimmer von einem Prophet, der Prophet Anto heißt. When I got there, als ich da angekommen bin, the man came out. Der Mann ist dann rausgekommen. And I had seen the man on television. Ich habe diesen Mann wirklich schon im Fernsehen gesehen gehabt. But we didn't have any rapport. Aber wir haben bisher nicht gesprochen. So I sat in his living room. Ich war im Wohnzimmer. And the guy that took me there went behind me and the prophet was in front of me. Und der Mann, der mich hingebracht hat, der war hinter mir und der Prophet war vor mir. So all along I was asking, why am I here? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum bin ich hier? Then I saw them doing sign language. Und ich habe gesehen, wie die wirklich Handsprachen machen. They were like, they were communicating with their eye and were doing certain things to find out or maybe in a simplest manner. They took me there to go, they took me there to be scanned. Die haben mich da hingebracht, um mich zu scannen. Because the one who took me there, weil die Person, die mich hingebracht hat, touched that, dachte, I was the cause of his problems. Dass ich der Grund von seinen Problemen bin. And so he needed to take me there for me to be scanned. Und deswegen hat er mich da hingebracht, damit ich gescannt werde. So when we're doing the sign language, I was very cool because me myself, I'm a spiritual being. Als sie wirklich diese Handsprachen gemacht haben, war ich echt cool drauf, weil ich bin selber spirituell. So when we left, als wir gegangen sind, on our way back, auf dem Weg zurück, I asked the guy, habe ich ihn gefragt, so why did you take me here? Warum hast du mich dahin gebracht? The guy couldn't give me any tangible reason. Er konnte mir keinen richtigen Grund nennen. So when I went, als ich gegangen bin, I called my elder brother, habe ich meinen älteren Bruder angerufen. I said, Jack, they have taken me to a place to be scanned by Prophet Anto. Die haben mich zu einem Ort gebracht, damit die mich scannen bei Prophet Anto. And he said, don't mind that guy. Und der hat mir gesagt, ignoriere diesen Mann. He said our mother is a witch. Der sagt, dass unsere Mutter eine Hexe ist. So he gave me 40 days fasting. Also hat er mir 40 Tage Fasten gegeben. But also, aber Pastor, you know me. Du kennst mich. That even me one day fasting I cannot even do, let alone 40 days. Du weißt, ich kann nicht mal einen Tag fasten, dann soll ich 40 Tage fasten. So I rubbish it. Also habe ich es ignoriert. And this same guy, und dieser selbe Mann, has also picked somebody in the family
that I don't want to mention the name, as also a big time witch who is the cause of all of our woes. Und die hat noch eine Person genommen aus unserer Familie, die eine Hexe sein soll, die dafür zuständig ist, dass wir so leiden. So already. Also schon vorher. He has planted heavy duty confusion in the family. Hat er schon wirklich Probleme in die Familie gebracht? So what the guy did was that he wanted the confirmation because my mother is a witch, the other lady is a witch, and now I'm coming at Tache. At the mouth of three witnesses, the matter should be established. Und dieser Mann wollte wirklich einen Zeugen wirklich dafür haben. Deswegen war ich da. Aber wo drei Leute sind, da wird das auch fallen. But when he took me there, aber als er mich dahin gebracht hat, with the mind of he getting an information, it became the negative thing. Dass er hat mich dahin gebracht, um eine Information zu bekommen, aber es ist für ihn ins Negative gegangen. I believe, ich glaube daran, that my presence there, dass meine Präsenz dort became the game changer, ein Spielveränderer war. Come on, shout hallelujah. Sagt Halleluja. If you are serving God, wenn du Gott dienst, necrophilia, necromancy, nowhere they can call your spirit and your spirit will appear. Überall, wo die dich rufen, dein Geist, da wird dein Geist nicht hervorkommen. So what happened was that? Also was passiert ist? At the end of the game, am Ende des Spiels, the one that took me there and the prophet had problems and he began to rain curses on the guy. Die Person, die mich dahin gebracht hat zu dem Propheten, hat sich dazu gedreht, dass diese Probleme zu dem Typen gegangen sind. That means if you attack a righteous person, he says, when your ways please God, he will make your enemies be at peace with you. Die Bibel sagt, dass wenn du wirklich dem Herrn wirklich richtig folgst, dann wird er dafür sorgen, dass deine Feinde mit dir in Frieden kommen. Look, I'm going to say things in this spiritual warfare series. Ich werde echt Sachen sagen in dem spirituellen Kampf, den wir gerade sind. Because the God that you serve and you think you are not serving God, that God's protection is around your life and he knows you and anywhere you go, that God will protect you. Weil dieser Gott, den wir dienen, der dich schützt und überall, wo du hingehst, der ist um dich herum. Look, human beings look at the outward, but God looks at the inside. Mensch guckt wirklich auf das Äußere, aber Gott guckt ins Innere. So what happened was that? Also das, was passiert ist. The guy saw me as a potential threat to his existence. Der Mann hat mich als potenzielles Wesen gesehen für seine Existenz. But listen, gentlemen. Aber Damen und Herren. Aber das, womit Gott mich gedient hat, braucht keiner kommen, bis er es rausgebracht hat. The one that God has blessed was blessed in a manner before he appeared. Womit Gott mich gesegnet hat, ist schon gesegnet gewesen, bevor ich von meiner Mutter rausgekommen bin. There is no witch, there is no demon that can really try to mesmerize your life because God has set you apart. No matter the challenges and trials, you still be on top of the game. Es gibt keinen Teufel, der dich von der Bahn nehmen kann, weil Gott hat dich von dem getrennt, dass es dich nicht nahe kommen kann. Come on, say I'm blessed. Sag, ich bin gesegnet. Come on, say I'm blessed. Sag, ich bin gesegnet. And no demon can reverse it. Und kein Teufel kann es andersrum machen. No demon. Come on, say no demon. Sag kein Teufel. Come on, shut up, no demon. Sag kein Teufel. The guy ended up cursing the guy. You, this guy, you are not correct. Dieser Mann hat am Ende diesen Mann selber verflucht. And you see, you come to the place. Du kommst zu dem Ort. Where everything is in. That is why the heart, come on, say the heart matters. Der sagt deswegen, das Herz zählt. Me, I don't care how you see me on the inside, on the outside. It's the inside that matters. Es mir egal, wie du mich von außen siehst, denn das Innere zählt. And I tell my people that if you try me, you try something. Und ich sag meinen Leuten immer, wenn du mich versuchst, dann versuchst du etwas. Because where my mind is and what you are thinking about is exclusive, is mutually exclusive. Denn wo mein Gedanke ist und worüber du denkst, das ist echt, passt nicht so zusammen. So in this particular context, it's going to be good this month. Amen. Come on, say it's going to be good this month. Sag, es wird gut diesen Monat. We are going to fight certain fights. Come on, say we shall fight certain fights. Sag, wir werden bestimmte Kämpfe, Dinge kämpfen, bekämpfen. Then all this assembly shall know. Come on, say they shall know. Sag, sie sollen wissen. That the Lord does not save with sword and spear. For the battle. There's a president in Ghana that you see most times when you go through hell. Meistens wenn du echt durch die Hölle gehst. Oh, I have never seen anybody who is a non-entity. That the devil live, because the fact you are being harassed means you are a carrier of destiny. Der Grund, warum du wirklich gestört bist, heißt, du hast wirklich ein Schicksal in deinen Händen. So this caption became the president's slogan
And it became the game changer all the days of his life. Dieser Kontext, was in diesem Kontext steht und was genannt wird, das ist wirklich ein Veränderer in seinem Leben gewesen. The battle is the Lord. Der Kampf ist dem Herrn. Come on, tell the person, the battle is the Lord. Der Kampf gehört dem Herrn. No. God will fight your battles for you. Gott wird deine Schwierigkeiten für dich bekämpfen. Let them sit down. Let them come together. Let them plot. But I say God will fight it for you. Lass sie zusammenkommen, aber der Herr wird sie für dich bekämpfen. Listen, when you see me stand here like that, I have been through hell and I am back. Amen. Wenn du mich hier stehen siehst, ich bin echt durch die Hölle gegangen, aber ich bin wieder da. I'm going to say this. Ich werde Sachen sagen. When my mother died, they came together to finish me just up front. Als meine Mutter gestorben ist, wollten sie mich echt vernichten. I'm telling you things about my own family. Ich sage euch Sachen über meine eigene Familie. You have yours. When you have the time, talk about it. Du hast deine, wenn du die Zeit hast, rede darüber. Look, there was a time. Es gab eine Zeit. 2001. My father died. Mein Vater ist gestorben. I got to Ghana. Ich bin nach Ghana. They were contributing for my father's funeral. Die haben Geld gegeben für die Beerdigung meines Vaters. They took everybody's money. Die haben das Geld von jedem genommen. When I decided to put my money on the table, I said, "Oh, Yenji, we don't need your money. We don't want you to be part." Als ich mein Geld geben wollte, wollten die nicht, dass ich Teil davon bin. You can imagine like this, my five girls, and then maybe 30, 40 years ago, we are not there, and then they are doing contribution. Then they will tell one of them, "We have taken everybody's money apart from you. Keep your money. We don't need your money." Stellt euch mal vor, meine Kinder hätten das auch gemacht und eine von denen hätte gesagt, wir nehmen dein Geld nicht, behalte dein Geld. But you know what? Aber wisst ihr was? They're not taking that money from me. I became the game changer of the funeral. Dafür, dass die das Geld nicht von mir gekommen sind, war ich der Spielveränderer auf dieser Beerdigung. Then I went to my mother. Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen. I said, Mama, they have taken everybody's money. They said they don't need my money. Ich habe gesagt, die haben das Geld von jedem genommen, außer von mir. It moved my mother like some tornado. Und meine Mutter ist echt wirklich wütend geworden. And went to the guy. Und sie ist zum Typen gegangen. And I said, "What are you after? What do you want? You have taken everybody's money apart from pastor. There is something wrong." And I told my mother, "We must engage in something we call sixth sense." Come on, say a sixth sense. Sixth. Come on, say six. Sechster Sinn. When you are dealing with human beings that don't understand, they hate you. Never engage on the natural. Wenn du wirklich mit Leuten bist, die dich hassen, geh nicht da mit dem Naturellen um. There's something we call fifth and sixth. Come on, say five. Sag fünf. And say six. Sag sechs. The five has to do with your smell. Die fünf hat was mit deinem Geruch zu tun. Your touch. Dein Berühr, your taste, dein Geschmack, what you feel and what you hear, was du fühlst und was du hörst. These are natural. Das ist alles von Natur. But the sixth one is the supernatural. Aber das sechste ist das Supernaturelle. Come on, say supernatural. Sag supernatural. Never deal with the enemy with your five senses. You must switch to the sixth. And you will lift up a standard and you will know what is happening. Geh niemals mit dem fünften Sinn um, wenn du Sachen mit dem Teufel bekämpfst. That was the day I said that, hey, da war der Tag, wo ich is that where I've been positioned? Da dachte ich mir an dem Tag, wow, so ist ich positioniert. Is that where I belong? Ist das da, wo ich hingehöre? Then henceforth, I will not live a normal and a natural life. I will live a supernatural life. Da habe ich gesagt, ich werde kein normales, naturelles Leben mehr leben, sondern ein spirituelles Leben. So spiritual warfare. Also spiritueller Krieg. Is something you cannot see. Ist etwas, was du nicht sehen kannst. But the effect of it is clear and you feel it. Man, aber das Effekt davon ist klar und du spürst es. Spiritual warfare. Spiritueller Krieg. They are which hunting your life. Die gehen nach deinem Leben. They want to shame you. Die wollen dir Scham überbringen. They want to kill you. Die wollen dich töten. You cannot see. Du kannst es nicht sehen. And yet you feel it. Aber jetzt trotz dessen spürst du es. There are certain things that come your way for you to know that certain things after your life. Es kommen gewisse Sachen um dich herum, wo du weißt, dass Sachen hinter dir her sind. The reason is that. Der Grund dafür. Everything which you see today that is being natural is being influenced or caused by the supernatural. Das, was du heute siehst, was wirklich auf dein Leben getan ist, das wird von dem Supernaturellen geplant, gemacht. Everything. Alles. If you are a reckless decision maker, anything which you do and is not correct, never think that it is normal. Everything which you do that is abnormal is being orchestrated in the heavens. Alles, was du tust, was nicht normal ist, wird in den Himmeln schon vorgeplant. And you must employ the strength of God to subdue what you are seeing. Und du musst wirklich die Kraft von dem Herrn empfangen, damit du das runterbringst, was nicht von ihm ist. You know what the enemy does? Wisst ihr, was der Teufel tut? Satan tries always to make you underestimate
der Teufel versucht dich immer zu unterschätzen. The things that happen in the supernatural realm. Der Teufel versucht das zu dass du unterschätzt, was in den spirituellen passiert. Aber Damen und Herren, if you are a believer and you underestimate what happens in the supernatural realm or the spiritual realm, you have lost the battle. Wenn du ein Gläubiger bist und du unterschätzt das, was im spirituellen passiert, dann hast du echt den Kampf verloren. Yeah. Somebody is working certain things in the spirit against your life. Jemand versucht etwas gegen dich im spirituellen zu machen. There are people that wake up in the morning and you are their target. Es gibt Leute, die morgens aufstehen und du bist deren Ziel. And you can, he said that he will make sure that you don't do it with spear and sword because the battle belongs to the Lord. He's come with a spear and a sword. You must connect and you must switch and you must raise up a standard to subdue the natural. Du musst wirklich, er sagt hier, er ist mit einem Schwert gekommen und Speer und du musst zum Ort kommen, dass du ins Spirituelle kommst, damit du diesen Standard einfach runterbringen kannst. In life. Im Leben. We all face giants. Wir kommen alle zu Sachen, die ein bisschen höher sind. Whether you are anointed, ob du gesalbt bist. Whether you are rich, ob du reich bist. Whether you are broke, oder ob du arm bist. Whether you are tall, ob du groß bist. Whether you are medium, ob du medium whether bist. You are short, oder klein. Everybody faces a giant. Jeder kommt wirklich zu Situationen, die etwas höher sind. So giants in life are normal. Also Größen generell sind im Leben normal. God didn't promise us a life without enemies. He promised us a life. He promised us victory over our enemies. Gott hat uns kein Leben geschenkt ohne unsere Feinde. Aber er hat uns ein Leben geschenkt, dass wir diesen Feinden überkommen können. Let me say it again. Lass mich es nochmal sagen. Let me say it again. Lass mich es nochmal sagen. God did not promise us a life without enemies. Gott hat uns kein Leben versprochen ohne unsere Feinde. But he promised us. Aber er hat uns versprochen. Victory over our enemies. Dass wir wirklich unsere Feinde überkommen können. I see you being victorious in the name of Jesus Christ. Dass du siegst im Namen Jesus. Now, so what is a giant? Was ist ein Riese? Maybe now you are facing one, or maybe you are yet to face it. Vielleicht seid ihr dabei, es zu erleben. Maybe you are facing now. Somebody doesn't want the position that even has come into your hands. Jemand möchte nicht, dass du diese Position hast, die gerade in deinen Händen ist. Somebody in your family doesn't want you to succeed. Jemand deiner Familie möchte nicht, dass du erfolgreich wirst. Somebody wants you to be in the state in which you are, so that person can really get excited. Jemand möchte, dass du da bleibst, wo du bist, damit diese Person sich daran freuen kann. So what is a giant? Was ist ein Riese? A giant is something which is so powerful and looms very large. Ein etwas Riesiges ist so kraftvoll und es kann sich so groß erweitern. And it's frightening. Und es ist angsteinflößend. That you think you cannot win over it. Es ist so angsteinflößend, dass du denkst, du kannst dies nicht besiegen. So a giant. Also etwas Riesiges. Very large. Sehr groß. Looms large. Sehr, sehr groß. Frightening. Ist angsteinflößend. And at times you think that you cannot overcome it. Und manchmal denkst du kannst es nicht überkommen. But David faced a giant. Aber David hat einen Riesen konfrontiert. And that giant's name. Und dieser Riese. Was Goliath. Hieß Goliath. And at the end of the day. Und am Ende des Tages. God helped him to slay that giant. Gott hat geholfen, dass er diesen Riesen besiegen kann. God will give you the grace and help you need to overcome that Goliath in your life. Amen. Gott gibt dir diese Gnade, dass du diesen Riesen in deinem Leben überkommen kannst. Now, if you are facing a problem now. Wenn du jetzt ein Problem mit einem Problem gerade handeln musst, whatever you may be facing, was auch immer es ist, call it Goliath. Nenne es Goliath. You know why? Warum? Because if you do that, then you know what will happen at the end of the game. Weil wenn du das tust, weißt du, was am Ende des Spiels passieren wird. Give me a wave this morning. Wink mir zu. No matter the battles that you are fighting. Was auch immer, egal die Kämpfe, die du besiegen musst. Name it Goliath. Nenne es Goliath. Come on, say name it Goliath. Nenne es Goliath. Come on, say name it Goliath. Nenne sie Goliath. Because at the end of it all. Weil am Ende des Tages. Goliath will fall. Goliath wird fallen. Amen. Come on, say Goliath will fall. Sag Goliath wird Come fallen. Come on, say he will fall. Sag er wird fallen. Yesterday I went somewhere and we were talking. I went to one of these, you know, it's a popular shop in town and. Anytime that I happen to go there, they fire me with questions. It's a, I don't want to mention the name, but at least it's a popular shop. Ich bin gestern zu einem Ort gegangen und immer wenn ich da hingehe, stellen sie mir sehr viele Fragen. Then they ask me a critical question.
Und sie haben mir eine kritische Frage gestellt. Because they know my family very well. Weil die kennen meine Familie. They know my roots. Die kennen meine Wurzeln, wo ich herstamme. Then I told them one of the key questions that they posed to me. Eine schlüssige Frage, die sie mir gestellt haben. Then I told them. Gesagt, that when when your parents are alive, wenn deine Eltern leben, they cement, they knit, they stitch everything together. But the moment they leave, it becomes a destiny issue. Die machen wirklich, die bringen echt alles zusammen, aber den Moment, wo sie wirklich gehen, das wird echt eine Situation des Schicksals. We are not saying there should be disintegration, but destiny begins to play out. Wir sagen nicht, dass es ein Moment der Integration sein soll, aber in dem Moment sieht man wirklich, wohin das Schicksal sich, wo das Schicksal sich hinführt. And where you begin to take decisions that are in line with the way God has wired you. Dann nimmst du in dem Moment wirklich, du nimmst solche Situationen an, dass du den Weg gehst, wie Gott es möchte. In the process. Im Prozess. It may not sit down with some of them. Es wird nicht passend für einige Menschen. In the process. Im Prozess. Some of them would like you to be where you are. Manche von denen wollen, dass du da bleibst, wo du gerade bist. But I have good news for you. Aber ich habe gute Nachrichten für you dich. You cannot kill destiny. Du kannst dein you may not necessarily be in alignment, but destiny shall be fulfilled. Du kannst dein Schicksal nicht in Käfig tun. Du bist vielleicht nicht mit dem zusammen, aber dein Schicksal muss erfüllt werden. And that is why. Und deswegen. You must know what God has for your life. Musst du wissen, was Gott für dein Leben hat. And pursue it. Und dem nachgehen. I came to announce to you. Ich bin hier, um euch zu sagen. That it may not necessarily be in that hierarchical order. God can choose to work it out from any angle. Ich bin gekommen, euch zu sagen, dass nicht in dieser Ordnung sein will, weil Gott kann es von jeder Seite aus machen. So here, also hier, David subdued Goliath. Hat Goliath besiegen können. And let me talk about David a little bit. Und lass mich etwas über David sprechen. Acts chapter 13. Apostelgeschichte 13. Acts 13, 22. I want to talk about David a little bit, because we are going to pray. Come on, say we're going to pray. We're going to pray. Sag, wir werden beten. We're going to pray. We're going to pray today. We're going to pray. Come on, say, we're going to pray. Because we are doing spiritual warfare. Weil wir im spirituellen Kampf sind. Acts chapter 13, verse 22. Let's work it out. Apostelgeschichte 13, verse 22. Yes. So, now that's why I move it, please. Who removed Saul? After God had removed Saul. Come on, say God. Sag God. Come on, shout out God. Sag God. Uh-huh. Go ahead. So stay there. You know, it was based upon the request of Israel that God listened and gave them a king. Es war aufgrund dessen, dass Israel nach einem König gefragt hat, und Gott hat ihnen David gegeben. God did that because they requested it. Gott hat es getan, weil sie dann demnach gefragt haben. If not, God himself was their king. Sonst, wenn nicht, dann war Gott der King von Israel. And any time you ask God of something which God didn't have a plan for it, you get it, but it has consequences that actually is attached to it. Das heißt, jedes Mal, wenn du Gott danach fragst, dass er was machen soll, wird er es tun, aber manchmal bringt es Konsequenzen mit sich. So he said, when he had removed him, also sagt er, als er ihn entfernt hat, he said, I have found. That means when God was in the process, his eyes were just going round, das heißt, going through. Als Gott in diesem Prozess war, sind seine Augen einfach nur rund gegangen. Er hat sich alles angeschaut. Let me ask you a question. Lass mich euch etwas fragen. If God decides to embark on a search, will he find you? Wenn Gott sich dazu entscheidet, wirklich jetzt rumzugehen und zu suchen, wird er dich finden? God has something to do. Gott hat etwas zu tun. And his eyes is going to and fro the whole earth. Und seine Augen gehen wirklich durch die ganze Welt. Searching for somebody. Um nach jemanden zu suchen. My question to this one is that if God decides to search, will God find you? Meine Frage ist, wenn Gott sucht, wird er dich auch finden? Will he find you? Wird er dich finden? Will he find you? Wird er dich finden? And he said, I have found David. Und er sagt, ich habe David gefunden. A man out of what? My own heart. Ein Mann wirklich nach meinem eigenen Herzen. And I have testified. Und ich habe wirklich Zeugnis gegeben. Come on, say testimony. Sag Zeugnis. Come on, shout a testimony. Zeugnis. What can God say about you? Was kann Gott über dich sagen? Because David, this guy, at time when I read the story,
is very painful. Weil meistens, wenn ich mir die Geschichte von David anschaue, die Geschichte ist echt schmerzhaft. A guy that his father even forgot that he has a son. Ein Typ, wo sogar der Vater vergessen hat, dass er einen Sohn hat. It took prophetic eye to detect that Jack, these guys you said, this Eliab and Abinab and Shammah, are they all? Until he came to himself and said, there's one guy at the backside of the desert. Es war wirklich ein prophetisches Auge, musste sehen, dass jemand in der Wüste noch ist, der dazugehört. And he said, whatever that I tell him, und er sagte, was auch immer ich ihm sage, he will do. Wird er tun. Give me a wave this morning. Wink mir zu. He said he testified. Sagt, er hat Zeugnis gegeben. I have found him. Dass er ihn gefunden hat. A man out of my, this is God talking. Das ist jetzt gerade spricht Gott. You see, it's not anything that is being given to him, but God is giving, that is his resume, that is CV. That is what God is saying about David. That is why in life you must allow God to say good things about you, not people. Das ist das, was wirklich Gott über ihn sagt, und deswegen musst du auch in der Lage sein, dass im Leben das gute Sachen über dich gesagt werden. Because the guy had problems with his people. Weil dieser Mann hatte echt Probleme mit seinen Leuten. They thought he was not part of it. Die haben gedacht, er ist nicht Teil davon. And yet, listen to God's testimony. Aber hört euch Gottes Zeugnis an. Listen to what God is saying about the guy. Aber hört euch an, was Gott über diesen Typen sagt. At times, don't mind what the world is saying about you. Manchmal sollte dich nicht interessieren, was die Welt über dich sagt. Because the world will never say anything pleasant for you to hear. Aber die Welt wird nicht Sachen sagen, die dir gefallen werden. And that is why if you are waiting for the world to appreciate you, you are doomed to lunacy. Das heißt, wenn du darauf wartest, bis die Welt dich wirklich schätzt, dann bist du einfach selber verloren. You must play your role such that what God says is final. Du musst wirklich so weit kommen, dass was Gott sagt, ist das Finale. Come on, say it is final. Sag, das ist das Finale, das ist das Ende. He said, whatever I have found David, a son of Jesse, a man after my own heart, who will do all. This is a new King James. Give me the old version. Give me the old version. Give me the old King James. Give me the old King James. He says that. What is it? What is the old King James? He says, a man after which I have found David a son, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Okay, Aaron says that, and he will do whatever that I tell him. It's okay. Don't worry. So Lily, pick it, please. He said he will do everything that I want him to do. Also er wird alles tun, was ich ihm möchte, was er tut. Come on, say everything. Sag alles. Now listen, gentlemen. God is always right. Sag, Damen und Herren, Gott ist immer im Recht. Gott. And he will always be right. Und er wird auch immer im Recht sein. God is not like the politician who keep changing their minds. Gott ist nicht so wie ein Politiker, der immer seine Meinung ändert. He's not like Habeck and Bierbock. Er ist nicht so wie Habeck und Bierbock. Anytime they have to come and give us a quick briefing and they keep changing their stand and position. God is not like that. Nicht so wie die immer deren Stil ändern und das, was sie sagen. Gott ist nicht so. So if God is always right, und wenn Gott immer im Recht ist, then you must understand, dann musst du verstehen, that whatever that he tells you, do it. Das, was auch immer er dir sagt, was du tun sollst, tu es auch. Yeah. Never serve God with your natural mind. Serve God with your spirit. Bediene niemals Gott mit deinem naturellen Gedanken, aber mit deinem spirituellen. Last week I told you, the guy that came in and set the camera for us, when the car came in, and he said, Pastor, the guy is from Iran. He said, Pastor, in dem Grobik, in Christ, es gibt nur zwei Dinge, Höre und Machen. Der Mann, der für uns mit der Kamera was zu tun hatte, der hat zu mir gesagt, Pastor, im Christentum is just about hearing and doing. But many of us, aber viele von uns, we have moved into a state of analyzing, and through that process we are paralyzed. Viele von uns sind echt in diesem Moment, wo wir nur am analysieren sind. In diesem Moment, diesen Prozess haben, paralysieren wir uns selber. You see, in the days of old, in the Hebraic days, in den of Gideon, in den alten Tagen der Zeit von Gideon and Moses, und Moses, they served God with total obedience. Die haben Gott wirklich mit wirklich with obedience gedient. That is why Joshua was able to go around the walls of Jericho, because he knew that God had spoken and he didn't know how God would actually execute it. So all he had to do was to obey. And the guy went through that Jericho wall, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nothing was happening. And 7 times
time he did an action and that became the game changer. Deswegen hat Joshua, ist auch Joshua immer um die Mauer gegangen, weil er wusste, Gott wird was tun, aber er wusste nicht wie. Und deswegen ist er 5 bis zum 6. Mal drum gegangen und dann zu dem Punkt, wo es ein Spielveränderer war. And along the line, the Christians coming to be part of Christianity that has to do with Aristotle, Socrates and Plato, they began to bring intellect on board. Und dann zu der Zeit, wo die Griechen gekommen sind, wo das mit Aristoteles, Sokraten und so Aristotle and co schooled them within the Christian context and empire that you cannot always obey, you must analyze until you paralyze. Und den Griechen wurde gelehrt, dass man nicht immer gehorchen kann, aber man muss so analysieren, dass man am Ende paralysiert ist. So people come to church. Leute kommen zur Kirche. Full of intellect. Wirklich voll, die haben echt intellektuell in sich. That was the days of the late Sofa Mwaku. Power demonstration. Hear and you do it. He will shout it and you will see tangible miracles. Now after his death, intellect came on board and we begin to do the kind of analysis and the process. Many God paralysis in the process. But when you are serving God, it is not too much analysis. It is much of obeying God and doing what God has said, and you will see results in the name of Jesus Christ. Wenn du dein Dienst, dann hat es einfach was damit zu tun, dass du Gott gehorchst und das tust, was er dir sagt. You just obey. Du musst einfach Gott gehorchen. The mother of Jesus told them. Die Mutter von Jesus hat gesagt. That was his first miracle. Das war eins seiner ersten Wunder. Whatever that the man tell you, you got to do it. Was auch immer der Typ euch sagt, ihr müsst es tun. You know my problem at certain time. You may pardon me today. Wisst ihr, ein Problem, den ich manchmal habe, entschuldigt mich vielleicht heute. Many of us. Viele von uns. Before we got born again. Bevor wir neu geboren wurden. We knew what was right. Wir wussten, was richtig war. But when we came into the kingdom. Aber als wir ins Königreich gekommen sind. We have thrown that sense away. If you may pardon me, I may sound a bit arrogant, but pardon me. We've thrown that sense away, and you may ask me why. Und wir haben diesen Sinn weggetan, aber ihr würdet mich fragen, warum? When you were in the world, als ihr in der Welt wart, if a pastor told you that he will bathe you, you resist. Als ein Pastor euch gesagt hätte, ich werde dich duschen, hättet ihr das nicht getan. When you didn't know Christ, wenn du Christus nicht wusstest, when Christ was not in you, als Christus nicht in dir war, anything that was wrong and it was evil and it would not sound well, anytime you hear, you resist. Alles, was du gehört hast, was für dich nicht fein, was nicht richtig war, hast du nicht getan. Now that same cargo, und dass dieselbe Person, has gotten born again, ist neugeboren. In the house of God. Im Haus des Herrn. Then the man would say, "Let me bathe you." Dieser Mann würde sagen, lass mich dich duschen. You are in the house of God. Du bist im Haus des Herrn. What you are doing and how you defending actually? Diesen Gedanken, den du hattest, den wo du es zur Seite getan hast, hast du weggeschmissen. Instead of you to use that mind positively, you have become vulnerable and you are collecting junk, which is making you become. I don't want to say. Und anstatt diesen Gedanken zu benutzen, um wirklich gut nachzudenken, denkst du jetzt einfach anders. But if you must obey, aber wenn du gehorchen musst, you must obey the word of God and what is truth. Du musst das Wort des Herrn gehorchen, das was finally, die Wahrheit my brethren, ist. Whatever that is pure, und alles was rein ist, whatever that is just, und alles was einfach whatever und that das is honest, ist, und das was wahr ist, that is pure, was auch rein ist, of good report, auch wirklich guten Erzählungen. If there should be any virtue or praise, we must narrow down on those things. So when you come to serve God, also wenn du kommst, um Gott zu dienen, let your mind to obey come on board and obey what God is telling you, not any rubbish from any man of God. Gehorche dem, was Gott sagt, und nicht irgendein Müll, der dir von irgendjemand gesagt wird. Come on, shout hallelujah. Sag hallelujah. Now that we have certain characteristics of David. Wir haben bestimmte Charakteristiken von David. David was humble. David war demütig. Humble. Come on, say humble. Sag demütig. Come on, say humility. Sag Demut. You know, in my book, I wrote that these days when you are humble in the kingdom, because you are humble, they play on the keyboards of your credulity. Ich habe in meinem Buch geschrieben, dass wenn du demütig bist, dann spielen die aufgrund dessen einfach bei dir drauf drumherum. And so this is humility is a rare virtue.
Humility is a rare virtue. It's not common. Also deswegen ist Demut heutzutage nicht normal anzusehen bei Menschen. In the charismatic movement we have a problem. Im charismatischen, wir haben echt ein Problem. When you go to the Orthodox, wenn du zu den Orthodoxen gehst, the longer somebody stays in there, the more humble he becomes. Je länger die Person da in diesem Umkreis ist, desto demütiger wird die Person. But in the charismatic setting, aber im charismatischen, when the person begins to call for fire, ash, roko tunku ayakaya, zantiki bihayataya, rakabosha. Give the person 2 years. Im charismatischen, wenn die Person etwas gewachsen ist, gibt der Person 2 Jahre. The longer we stay in this charismatic thing, je länger wir im charismatischen drin sind, we become susceptible to pride. Wir werden echt hochmütig. But listen, gentlemen. Aber Damen und Herren, God resists the proud and gives grace to the humble. Gott wirklich geht von den Hochmütigen weg und geht zu denen, die demütig sind. And you know our problem. Wisst ihr, was unser Problem ist? For instance, let's say Michael here. Sagen wir zum Beispiel Michael. Michael loves me. Michael liebt mich. He likes me. Er mag mich. He respects me. Er respektiert mich. Because Michael shows me that virtue, weil Michael mir das zeigt, I begin to play on him. Fange ich an, auf ihn zu spielen. Whereas he's the guy I should give attention. Obwohl das der Typ ist, den ich Aufmerksamkeit geben sollte. And then I will play on him until I lose him. Und ich werde so mit ihm einfach spielen, als bis zu dem Punkt, dass ich ihn einfach verliere. Then you realize, dann realisierst that you have thrown a gold into a dustbin. Dass du wirklich Gold in den Müll geworfen hast. In life, und im Leben, the one who loves you, die Person, die who dich respects liebt, you, die dich respektiert, that goes with you, he is the one you must give your full attention to ensure that a blessing come out of the person. Du musst wirklich dieser Person Aufmerksamkeit geben, dass das Beste aus dieser Person rauskommen kann. But in life is the opposite. Aber im Leben ist es das Gegenteil. We take those people for granted. Wir nehmen die Leute echt nicht so wert, wie sie eigentlich wertgeschätzt werden. As for Michael, he has nowhere go. Wie Michael, der hat nirgendwo zu gehen, was gut ist. Are you sure Michael has nowhere go? Bist du sicher, dass er wirklich keinen Ort hat, wo er hingeht? He's pregnant with vision. Er hat wirklich Vision in sich. He's loaded. Er ist wirklich voll. And because you have underestimated him, by the time you want to come back, you may not find him seated there. Und weil du ihn unterschätzt hast, zu dem Zeitpunkt, wo du wieder zurückkommst, wirst du ihn dann nicht mehr sitzen sehen. So in life, also im Leben, you are powersome, the one who likes you, the one who supports you, the one who lifts you up. You must give the person full attention and feed that relationship. Die Person, die wirklich für dich da ist, die dich mag, dieser Person musst du wirklich Aufmerksamkeit geben. Can I preach in here? Kann ich predigen? Can I talk to you? Kann ich mit euch sprechen? The ladies. Die Damen. If you find a woman, a man that loves you, wenn du einen Mann findest, der dich liebt, love the man. Liebe den Mann. But it's the opposite. Aber es ist das Gegenteil. The women, the man that will love them, they don't actually see it. The one who will always be on them. Der Mann, den sie lieben. What am I met by? Because I saw for a boom, you're nothing. Why you? When he hits me, that is why I come to myself. Me, I don't like a man who is so quiet. Why you bobotti? No, did you mention me? Per action. Ich habe gesagt, ich mag keinen, der einfach nur ruhig ist und alles so zu sagen tut, was ich mache. Ich brauche einen, der wirklich in Aktion ist. Come on, say action. Sag Aktion. Come on, shout out action. Sag Aktion. I said, I told the people what I was. I said, my prayer is that I want to train boys to become men in this city. Ich habe gesagt, ich möchte echt Typen dazu trainieren, dass die Männer werden in dieser Stadt. 2 weeks ago, I went to DJ Nasty. Vor 2 Wochen war ich bei DJ Nasty. And then we were talking. Und wir haben gesprochen. I said, DJ. Ich habe gesagt, DJ, gather the men, let me transform them to become men. Amen. Ich habe gesagt, sammle die Typen ein, damit ich dafür sorge, dass sie Männer werden. Because it's time for the boys to come out. Es ist Zeit, dass die Typen rauskommen. It's time for the boys to know that we are growing and we should become men. Es ist Zeit, dass die wirklich erwachsen werden und wissen, dass sie zu Männer werden müssen. Where they will take responsibility and marry and champion the home and become the father and become the visionary and set the stage and standard for the women to follow. Wirklich, dass sie einfach zu Männern werden und wirklich einen Standard bringen, dass die Frauen herkommen können. And a spirit in Germany. And a spirit in Germany. And a spirit in Germany. That refuse the boys to come up. We break it today in the name of Jesus Christ. Wir zerbrechen diesen Geist, der die Männer nicht dazu bringt, dass sie rauskommen. Go straight. You must begin to become like a comedian. Now you concert. Früher hat man gesagt, wenn du eine Frau mochtest, dann solltest du solltest anfangen ein Come on, say mercy. So he was humble. Also er war demütig. And he was respectful. Und er hatte Respekt. And he was trusting. Und er hatte And he was loving. Und er war voll damit And he was devoted. Und er war zu etwas hingewidmet. And he was faithful.
Und er war treu. Faithful. Now we're going to pray. So I'm going to end here. If these are the characteristics. Und die Charakteristiken. Around your life. Wenn die um dein Leben sind. There is no way God can bypass you. Dann ist keine kann Gott nicht um dich einfach vorbeigehen. Echo. Yes, um Yamia. Oh, Yahweh, when he be. Where is Augustina? Where is she? She shouldn't leave when I'm preaching. Oh, no, no, Kasa. As in, you know. Yes, you know. Rise to your feet. And lift up your hands. Eure Hände. It should be the roadmap. The roadmap. Es sollte wirklich ein Wegweiser sein. You should be able to navigate your way into the spirit, in the spiritual realm. Du musst wirklich wissen, wie du dich ins Spirituelle navigierst. We are going to pray. Wir werden jetzt beten. Oh, your one. When he. Something more than gold. I've got something more than gold. Something more than gold. Alles, was mich virtuell bekämpft. Anything. Irgendeine that, Sache. That is working against my life. Die gegen mein Leben arbeitet. That has been arranged from there. Die von da geplant wurde. We pull it down. Wir ziehen es runter. Come on, say we pull it down. Sag, wir ziehen es runter. Come on, shut up, we pull it down. Sag, wir ziehen es runter. Listen, listen, listen. Life is a mystery. Sag, das Leben ist ein Mysterium. I was studying the Bible. Ich habe gesagt, ich habe die Bibel studiert. Look at me. Guckt mich an. Jacob and Esau, they were brothers. Jakob und Esau, die waren Brüder. Huh? And then you have come out of town home. Und du bist aus der Stadt nach Hause gekommen. And you saw your brother cook food. Und du hast gesehen, dass sein Bruder kocht. And your brother was hungry. Und dein Bruder war hungrig. And he demanded some. Look at the bargaining. Come on, say bargaining. You are too gentle to succeed in life. Du bist echt zu nett, um im Leben erfolgreich zu sein. You are too simple. Du bist zu einfach. That is why things that belong to you are exiting your hands. Deswegen Sachen, die dir gehören, verlassen deine Hände. Michael, why should this negotiation even come on? We are brothers. Warum sollten wir überhaupt verhandeln? Wir sind Brüder. But he said, aber er sagte, although we are brothers, brother, auch wenn, obwohl wir Brüder sind, I won't give it to you for free. Werde ich sie nicht umsonst geben. Give me something. Gib mir etwas. So life, come on, say life. Also sag Leben. Come on, shout life. Sag Leben. That is why you must be aggressive. Deswegen musst du aggressiv sein. That the way, you see, I remember, I'm going to say things. Ich werde Sachen sagen. Now that's why somebody told me to my face. Jemand hat mir ins Gesicht gesagt. That you,
Du, I am telling you, ich sage dir, that you cannot stand me. Dass du mich nicht auskannst, ausstehen kannst. And I said, God, I thank you for making the person say it for me to hear. I'm going to switch. Ich habe gesagt, danke Gott, dass die Person es mir ins Gesicht gesagt hat. Jetzt werde ich echt mich ändern. The person used the hand and hit their chest. Die Person hat wirklich die Hand benutzt und auf die Brust geschlagen. Recently, we went home and she saw my wife. Als wir nach Hause gegangen sind und sie meine Frau gesehen hat. Many will be cheer because she said thy kingdom come. This was her words. He said, you, and we will litigate down to thy kingdom come. I say, we are going to win the battle in the spirit. Come on, say in the spirit. That is why I don't joke with my prayer. I don't joke with my consecration. I am so disciplined because I know that the after my life. Deswegen bin ich nicht, mach keinen Spaß, wenn es ums Gebet geht, weil ich weiß, die sind hinter mein Leben her. Because any little mistake I do, I want to be back home. Jeder kleine Fehler, den ich mache, weiß ich, dass es mir nicht weiterhelfen wird. They have meant me. They have targeted me. Die haben mich echt zum Ziel gemacht. That I was telling my sister. I said, sister, let me tell you. Ich habe meiner Schwester gesagt. They have finished our mother and I'm the next on the line. But they lie. Come on, say they lie. Die lügen. Die haben meine Mutter echt zu Ende gebracht. Und ich bin die nächste auf der Position, aber sie lügen. My mother was a spiritual person, but she didn't know how to navigate in the spiritual realm. Meine Mutter war eine spirituelle Person, aber sie wusste nicht, wie sie im spirituellen Weg. She went to people for them to fix it, but we will fix it ourselves. Sie ist zu Leuten gegangen, die es für sie machen, aber wir werden es selber machen. Come on, say I'll fix it. Sag, ich werde Come es machen. Come on, say I'll fix it. Sag, ich werde es machen. So the world is a mystery. The world is a mystery. Das Wort. The world is a mystery. Das Wort ist ein Mysterium. If you know what goes on as we are sitting here, what people are planning about you in the air, so you'll be surprised. Wenn du wirklich, was wirklich abgeht und was Leute was Leute deklarieren, dann wüsstest du, wie du damit umgehen sollst, wie du ins Spirituelle gehen musst. Share. Tell the person, share. Sag Tell the person, share. We are going to pull down. Wir werden es runterbringen. We are going to pull down. Wir werden es runterbringen. Any demonic arrangement. Jeder dämonische Plan. Come on, say consortium. Come on, say consortium. Come on, say satanic. Sag demonic. Say conspiracy. Sag Konspiration. Any word you have gathered because of you, may it backfire in the name of Jesus Christ. Wir mögen es zurückschlagen im Namen Jesus. Look, at a point in this church, you remember, at a point in this church, they wake me up and my face turned from left to right. Brunsam, you're bad. Teufel ist echt schlecht. Brunsam, we don't know a plan. Manchmal wirklich. When I'm looking at somebody, my eye will be going north east. Look, it is not normal. Even the illness we experience, they are not normal. They are spiritually being orchestrated. And today, anybody on the radar, may it backfire in the name of Jesus Christ. One day somebody sent his son to come into my home, and then we were talking. Jemand hat mal seinen Sohn zu mir nach Hause gebracht und wir haben gesprochen. Mike, the guy was gazing at me. The guy was gazing at me. And I said, Jack, why are you staring at me like that? He said, my father said, I'm sure because when you're full of demons. Ich habe gefragt, warum guckst du mich die ganze Zeit an? Und sagte, mein Vater hat gesagt, soll ich die ganze Zeit anschauen, weil dein Gesicht voller Dämonen ist. Today, anybody that has been assigned against your life. Jeder Person, die wirklich that is monitoring you. May the person go blind in the name of Jesus Christ. May the person go blind in the name of Jesus Christ. Come on, lift up your hand and give me prayer. Raise up prayer. Raise up prayer. Raise up prayer. Kalopa kabahaya. Brenda kabeshi matari mina bokama. Makamba ni maya deni ni ni mi ayata. Shatu se kaya. Makamba ni mi ni mi ya teka bre kabahaya. Raka beshi matoni mi ayabeha. Raka bahaya tunda. In the name of Jesus, 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 Rebecca Bush, Raka Sunda, in Raka Becabosha, Becapenia Marua, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Rekabekabosha, Bekabeni Amaraba Kabosha, Ipakabeni Ayateria Merebekaba, Rakasute, 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 Rakasute,
In the name of Jesus Christ. Rakabaka Tundo, Ipekape, Shantekape, Irakape Kabosha. In a Bakaboka, Matani Minimiata, Rakaboka Mosha, Rakapeni, Ayatena Mabakaba. In the name of Jesus. Rakaboshi, in a Makape Katota, Rakape, Ipakabeni, Ayatena Marabokaba. Shipaka Mosha, hey, Makapa, take a Ramosha, in a Bakabeta Tunde. In a Makapeta Mosha, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Now listen, now listen. Lift up your hands, say, Heavenly Father, today, heute, today, today, anything. Alles, that has been arranged against my life. Das gegen mich geplant wurde. From my family. Von meiner Familie. In the midst of my friends. Unter meinen Freunden. My Arbeit colleagues. Meine Arbeitskollegen. May it backfire. Möge es zurückschlagen. May it backfire. Möge es zurückschlagen. Come on, lift up your hand and begin to pray. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Listen. Maybe where you are now in life is not where God wants you to be. Vielleicht der Ort, wo du jetzt gerade bist, das ist nicht da, wo Gott dich haben möchte. Some forces, some opposing forces. Aber gewisse Sachen. You take one step forward, you come back two times. Du nimmst einen Schritt vorwärts, du kommst zwei Schritte wieder zurück. Look, learn to analyze things in the light of spiritual orchestration. Lerne wirklich Sachen im spirituellen analysieren zu können. This head. This head. From 1 to 3. Now she needed to. This head was damp, and people were happy. Somebody took charge. Come on, say somebody took charge. Come on, say somebody took charge. Any evil in your family? Any evil in your family? Any evil in your family? That is working you and working against you. Today, let there be a turnaround. 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 Rakabakosa. Inami kapedia barabakabosi. Shatoso botokabosi. In the name of Jesus Christ. 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 Rakabakabosa. In the Bekabayakasa. Listen, at times you dream, you forget the dream. You dream and the dream, you forget it. Manchmal träumst du und vergisst deinen Traum. Today I'm praying that when the time you dream, the dream will stay. Ich bete, dass wenn du auch träumst, möge dein Traum bleiben. You know why? Wisst ihr warum? He just wants you to follow up and know what they're about to do. Er möchte wissen, warum das passiert, weil er möchte nicht, dass ihr wisst, was passiert, damit ihr was dagegen tun könnt. Because God speaks to us at times through dreams. Weil Gott spricht manchmal zu uns durch Träume. Most of the things I've intercepted, I got it through dreams. Manche Sachen, die ich, viele Sachen, die ich bekommen habe, habe ich durch Träume erhalten. Yeah. And at times, some of the dreams, they're like movies. Und manche Träume sind long wie ein Film, wirklich lange. And you move from A to B, B to C, D to E, you could see that sequence.